Wir möchten hier über einige Heizsysteme in der Ferkelaufzucht sprechen. Das von uns sehr stark favorisierte System ist der Gasstrahler mit einer Liegezone und einem entsprechenden Kot- und Fressbereich. Wie hier auf der Grafik sichtbar, wird ein Bereich mit einem Gasstrahler versehen. Sicherlich ist es dazu wichtig, dass im unteren Bereich, was ich hier markiere, eine Biorostenauslegung oder ein Betonrosten liegt, dass diese Zone über einen separaten Fühler gemessen wird, um den Bereich Wohlfühlzone für die Ferkel attraktiv zu halten. Die Regelung ist sehr entscheidend, einmal für den Energieverbrauch, ebenso natürlich für das Wohlbefinden der Tiere. Im Schema geht das Ganze weiter. Wenn wir uns das mal in der Bucht bzw. in der tatsächlichen Realität ansehen, dann haben wir hier den Biobereich, hier deutlich sichtbar. Und wir sehen hier den Fühler, der die Reflexionswärme, die aufsteigende Wärme registriert und danach die Gasstrahler regelt. Wir können hier sehr deutlich sehen auf der Wärmebildmessung, dass wir sehr starke Unterschiede haben zwischen dem Normalrostenboden und dem Biorosten. Das heißt, dieser Bereich, den wir hier sehen, der befindet sich hier im Randbereich. Und hier sehen wir deutlich den Biorostenboden, der eine wesentlich höhere Wärme aufnimmt und auch weniger Kälte von unten zu den Tieren gelangen lässt. Dieses Heizsystem ist relativ günstig, hat geringe Energiekosten und ist eine optimale Wärmeversorgung für die Ferkel, weil zusätzlich zur Raumtemperatur die Strahlungswärme hinzukommt. Empfehlung wäre hier Unterspaltenabsaugung, aber aufgrund der Wärmestrahlung nicht unbedingt erforderlich. Jetzt schauen wir uns noch einige Bilder in der Praxis an. Auf diesem Foto sehen wir einen Strahler über zwei Buchten angeordnet. Links in der Bucht sehen wir den Fühler, der für die richtige Regeltemperatur im Zonenbereich sorgt. Die Aufhängehöhe des Strahlers beträgt in diesem Falle an der Unterkante ca. 1,5 Meter. Hier sehen wir das Ganze in einer Bucht mit mehr Tieren und einer Kombination mit Flüssigfütterung. Auch hier wieder Kunststoffrosten, Betonspalten und im Strahlungsbereich der Biorost. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal auf einem Video an. Hier deutlich erkennbar, dass die Tiere den Bereich unter dem Strahler sehr wohl annehmen, sich im Biorostenbereich aufhalten, weil das eben die Wohlfühlzone ist. Auch hier wieder deutlich zu sehen, die Tiere liegen im Strahlungsbereich. Auch hier erkennbar der Fühler, der die Temperatur regelt. Dann der teilperforierte Bereich, der Futterbereich, in der Ecke erkennbar der Kotbereich. Die nächste Bucht, auch hier wieder Liegezone auf der rechten Seite, am Ende die Unterspaltenabsaugung und hier wieder deutlich erkennbar, wie die Ferkel den Ferkelnestbereich deutlich annehmen. So, jetzt gehen wir nochmal ins Nachbarabteil. Hier sieht man deutlich im Bereich der Strahler liegen die Tiere. So muss es aussehen. Hier sehen wir nochmal einen neuen Stall, ebenfalls mit der Kombination Beton, Biokunststoff und normale Kunststoffpräparation, in diesem Falle mit Flüssigfütterung. Auch hier erkennbar, wie die Tiere die Zonen des Strahlers annehmen, sich in diesem Bereich am wohlsten fühlen. Hier fängt es schon langsam an zu warm zu werden. Die Tiere weichen schon allmählich aus. Also hier kann der Betriebsleiter die Strahler sicherlich in den nächsten Tagen entfernen. Eine kostengünstige, effektive und für die Tiergesundheit optimale Heizung. Kommen wir zum nächsten Punkt. Eine mögliche Heizung, das ist das Heizsystem mit einem Gasdirektheizer, sprich Heizgebläse. Diese Heizung ist durchaus denkbar, sollte aber immer mit ausreichend warmer Zuluft kombiniert werden.
bedingt durch mehr unterschiedliche Temperaturzonen im Raum, muss sie zwangsläufig in jedem Falle mit einer Unterspaltenabsaugung versehen werden, damit der Bodenbereich ausreichend warm wird. Nachteile bei dem System: die Wärmeverteilung ist bei weitem nicht so gleichmäßig, deswegen sollte es grundsätzlich mit aufbereiteter Luft betrieben werden und nicht mit Temperaturen, die, sagen wir mal, im Minusbereich in den Stall kommen. Das heißt, Voraussetzung, auch hier Klimacomputer mit Regelpause, sehr wichtig, und natürlich eine Unterspaltenabsaugung, um sicherzustellen, dass die Wärme entsprechend beim Tier ankommt. Das heißt, wenn wir uns die Bewertung angucken, nicht mehr ganz so optimal wie der Strahler, aber durchaus denkbar. Und nur in Kombination mit Unterspaltenabsaugung überhaupt machen. Im nächsten System sehen wir eine Zonenheizung. Die Zonenheizung ist mit einer isolierten Abdeckung versehen und ist ein System, was wir vor etlichen Jahren schon eingesetzt haben, jedoch dann sukzessive wieder zurückgefahren haben, da die Energiekostenersparnis relativ gering war, die Differenz nicht ausreichend zwischen Raum- und Liegezone und die Investitionskosten bei Weitem höher sind wie bei jedem anderen System. Zuzüglich kommt natürlich noch dazu, dass auch die Übersichtlichkeit im Abteil geringer wird. Ganz wichtig ist, dass dieses System in keinster Weise, wie hier im Bild sichtbar, mit einer Futterganglüftung kombiniert werden darf, da dadurch die Luft einströmt und im unteren Bereich die Wärme aus der Liegezone raustreibt. Das heißt, dieses System sollte immer mit einer Zuluftzwischendecke oder einem Lochplattenkanal kombiniert werden. Hier ein Blick in die Realität. Wir sehen also den Bereich mit flexiblen Streifenvorhang, einer 40 mm Isolierung mit GFK-Beschichtung, Nestfühler im Bereich und natürlich nach Möglichkeit auch den Liegebereich mit einer Biorost oder mit einem Biorostanteil versehen. Wir haben hohe Investitionskosten, die Bewertung ist nicht mehr so positiv. In Verbindung mit Biogasenergie generell nicht notwendig, da die Energie sehr kostenneutral ist. Wer es mag, kann es machen, aber es ist generell zu teuer. Das nächste System, die Warmwasserraumheizung. Die Warmwasserraumheizung ist ein System, was bei vorhandenen Warmwasserträgern, zum Beispiel Biogasabwärme oder Hackschnitzelheizung, wenn sie denn schon vorhanden ist, ansonsten sollte man sie nicht unbedingt investieren, weil auch da die Investitionsgröße relativ hoch ist und die Hackschnitzel kommen letztendlich nicht alleine aus dem Wald bis zum Kessel, sondern müssen letztendlich zwischengelagert werden, es müssen Lagerräume, es müssen Trocknungsphasen da sein. Das heißt, die Gesamtinvestition rechnet sich nicht, besonders in Verbindung mit einem Wärmetauscher, weil der Wärmetauscher das Gros an Energiequelle darstellt. Aber dennoch würden wir dieses System der Abdeckung vorziehen, weil es wesentlich leichter ist, wesentlich einfacher ist. Bedingung ist, auf beiden Seiten gleiche Verhältnisse schaffen, um einen thermischen Strom zu erzeugen, der im Prinzip zu einer Rotation führt, um immer wieder ausreichend Frischluft und damit auch Wärme wieder in den Tierbereich zu bekommen. Auch hier natürlich ganz klar möglichst Unterspalten absaugen. Typische Anordnung sehen wir hier in der Praxis, die Twinrohre an der Wand. Die Ferkel hier schon relativ schwer, liegen stark auseinander, aber auch hier muss man sagen, hohe Investitionskosten, relativ hohe Energiekosten bei konventioneller Energie, nur in Kombination mit Unterspaltenabsaugung und Bewertung bei Biogasenergie natürlich gut, da ein kostenneutraler Energieträger da ist. Das heißt, man muss es immer spezifisch sehen, so wie der Kunde das in seinem System hat. Heizsysteme für die Ferkelaufzug, Warmwasserstrahlungheizung. Sage ich nur Mumpitz, braucht kein Mensch, ist ein System, was auch ganz klar rückläufig ist, weil aus Warmwasser Strahlung zu machen bedeutet letztendlich grundsätzlich relativ hohe Temperaturen zu fahren. Das heißt, die Grundtemperatur der Kesselanlage muss recht hoch gefahren werden. Deswegen generell, wenn überhaupt, sowieso nur geeignet für Biogaswärme, wo wir ja eine relativ hohe Vorlauftemperatur bekommen. In dem Moment, wo wir über eine Kesselanlage recht hohe Temperaturen fahren müssen, um hier überhaupt noch eine Strahlung zu erreichen, wird es völlig uninteressant. Sehr häufig sieht man das auch fälschlicherweise kombiniert mit einer Futterganglüftung. Auch dieses darf in keinster Weise erfolgen, sondern möglichst mit Zuluftzwischendecke oder mit Lochplattenkanal. Da ist mit Futterganglüftung nichts zu machen. Voraussetzung ist natürlich, dass auch dort mit zwei Klimazonen gefahren werden. Wir sehen also sehr häufig bei Strahlungsheizungen, wenn man sich hier das Wärmebild angeht, dass
sieht, dann sieht man, sehr viel Wärme geht über die Strahlungsplatte direkt verloren. Wir sehen hier Oberflächentemperaturen von 35, 36 Grad. Und hier unten haben wir gerade mal 28. Das ist gerade in den Anfangsbereichen häufig zu wenig. Deswegen raten wir auch von diesem System ab. Das Fazit von dieser Exkursion in den Bereich von Ferkelaufzuchtheizungen kann folgendermaßen aussehen. Sobald konventionelle Energie im Spiel ist, sollte man sehr wohl überlegen, ob eine Warmwasserheizung unbedingt erforderlich ist. Der Gasstrahler bringt bei Weitem genügend Wärme, ist in der Lage, eine Zone genauso gut, wenn nicht besser auszubilden, wie eine Zonenheizung mit Abdeckung. Und die Investitionskosten sind bei Weitem geringer. Für Leute, die mit Gasstrahlern nichts am Hut haben, kann man durchaus eine Warmwasserheizung einsetzen. Man sollte dann jedoch auf Twinrohre gehen, die den Raum beheizen und eine Unterspaltenabsaugung in Kombination dieser Heizung bringen. Der Strahler hat natürlich einen hohen Infrarotanteil. Dieser Infrarotanteil sorgt bei den Tieren für ein Wohlfühlklima. Die Tiere, die sich wohlfühlen, haben Leistungen, das weiß jeder Züchter. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.